Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns in der verbleibenden Zeit auf jeden Fall mit der Aufgabe 12 beschäftigen. Und in dieser Aufgabe 12 geht es um, wie schon angekündigt, das Thema Ladung und Strom. Und da ist ein Zeitdiagramm gegeben, wie der Strom sich über der Zeit ändert. Und das sieht aus meiner Erinnerung nach, ihr könnt ja gleich mich korrigieren, falls ich irgendwie falsch liege. Also auf der vertikalen Achse ist der Strom angegeben, kleines i, weil es eine zeitabhängige Größe ist, sonst benutzt man natürlich vielleicht eher ein großes i für den Strom, aber weil das hier eine Zeitfunktion ist, klein. In Ampere und die Zeit ist in Sekunden, kann das sein? Oder Millisekunden? Sekunden. Die ist in Sekunden, okay. So, und dann sind hier so, sozusagen geht das glaube ich bis 6 Sekunden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und im ersten Abschnitt macht der Strom nichts anderes als ansteigen, dann bleibt er konstant, dann fällt er auf 0, dann springt er auf minus 2, dann springt er wieder hoch und am Ende steigt er wieder linear an oder betragsmäßig fällt er linear ab wieder auf den Wert 0. Hier ist eine 1, hier ist die minus 1 und hier sind minus 2 und das ist eben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sekunden für die Zeiteinteilung. Da gibt es schon mal eine Frage. Ja, wir haben auf der einen Seite einen durchgezogenen Strich und auf der anderen Seite Oh, pf, ja, einen gestrichelten Strich. Das ist nur Zufall. das ist jetzt nur Zufall, ja. Ja, Das ist jetzt nur Zufall. Also, ja, das ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen mathematisch idealisiert. Also rein prinzipiell, solange wir jetzt irgendwie keine Induktivität in einem Stromkreis mit dem Spiel haben, kann der Strom auch erstmal springen. Ja? Und in der Realität, klar, wenn ich da jetzt mit dem Oszilloskop messe und desto feiner ich da reinzoome, werde ich feststellen, dass der Strom schon irgendwie eine Anstiegszeit hat. Aber wenn man jetzt einen Strom schalten würde mit einem guten leistungselektronischen Schalter, aktueller Bauart und Weise mit Siliziumkarbid oder Galliumarsenid oder sowas, werdet ihr vielleicht noch in irgendwelchen Leistungselektronikvorlesungen haben, dann kriegt man schon so Schaltzeiten problemlos im Nanosekundenbereich und darunter hin. Ja, und dann eine Nanosekunde auf eine Sekunde, das ist dann schon, kann man dann schon ganz gut ins Grad drücken. So, ja. Okay. So, und was soll man jetzt Schönes machen? Man soll jetzt die Ladung Q von T ausrechnen. Also ich schreibe mal so hingesucht, Ladung Q von T und der Ladung gebe ich jetzt auch einen kleinen Buchstaben als Formelzeichen, weil Zeitfunktion, weil zeitabhängig. So, und jetzt ist natürlich wie immer die große Frage, wie machen wir das jetzt? Ach so, und was noch gegeben ist, dass die Ladung zum Zeitpunkt 0 gleich 0 ist. Denke ich, da so muss das, steht das noch irgendwo in der Aufgabe drin, richtig? So, wie machen wir das jetzt? Integrieren. So. Ja, also warum integrieren? Weil Strom, wollen wir das jetzt mal irgendwie so anfangen? Also Strom fließt dann, wenn die Ladung sich ändert. Und Änderung heißt ja immer Ableitung der Zeit. Also wenn ich die Ladung nach der Zeit ableite, dann kommt der Strom raus. So, und jetzt wollen wir ja aber, wir haben den Strom gegeben, wir wollen die Ladung haben, wir müssen jetzt das irgendwie in Richtung der Ladung umstellen. Und jetzt kommt so ein bisschen was, wo, naja, Mathematiker in irgendwie vielleicht auch ein bisschen Nase rümpfen würden. Aber was so aus meiner Sicht, aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht schon total okay ist, wir stellen jetzt die Gleichung eben um. Ne? Wir holen das dt auf die andere Seite, dann steht hier i von t dt und hier drüben steht dq von t. Ja, weil so wie wir es so machen. Also wenn wir wollen in Richtung von dem Q hier umstellen,
was stört hier? Hier stört das DT. Wir holen das DT auf die andere Seite, indem wir mal ein DT rechnen. So, und jetzt steht ja hier, ne, also wir nehmen den Strom multipliziert mit einem kleinen, infinitesimal unendlich kleinen Stückchen Zeit. Und hier drüben steht ein unendlich kleines Stück, das, also Strom multipliziert mit einem unendlich kleinen Stück der Zeit ergibt ein unendlich kleines Stück der Ladung. So, und jetzt wollen wir die Ladung rausbekommen. Wie kriegen wir die Ladung raus? Integrieren, ja, weil, also wir könnten auch, wenn das endlich kleine Stücken wären, könnten wir die auch einfach aufsummieren, einfach eine Summe, ja, ich rechne einfach plus, 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 das sind aber unendlich kleiner und wenn ich unendlich viele, unendlich kleine Stückchen von dieser Ladung jetzt irgendwie integriere, dann kriege ich die Ladung raus und hier drüben steht dann eben das Integral über den Strom. Ich switche jetzt auch mal, ich drehe mal bei der Gelegenheit auch gleich mal die Seiten, ja, also weil dann steht hier Integral dq von t ist gleich Integral i von t dt. So. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ja, jetzt machen wir noch so ein paar irgendwie Kleinigkeiten an dieser Formel. Also ich ergänze mal hier so fürs Gefühl her eine 1. Ja, 1 ist ja das neutrale Element der Multiplikation. Kann ich über eine 1 dran multiplizieren. So, wenn ich jetzt eine 1 nach q integriere, kommt q raus. Das ist ja genau das, was wir haben wollen. So, und weil wir es jetzt hier irgendwie mit so Sachen zu tun haben, wo wir das auch nach bestimmten Zeiten haben wollen, ist es im Prinzip schlau. Ja, wahrscheinlich, also spätestens wenn ich das da drüben jetzt löse, müsste ich auch noch eine Integrationskonstante dran schreiben. Die Integrationskonstante kann ich mir sparen, wenn ich in Grenzen integriere. Ja, so, und deshalb sagen wir jetzt mal, wir integrieren irgendwie von einem Zeitpunkt, weiß nicht, t1 bis zu einem Zeitpunkt t2. Kann man hier drüben, das müssen wir natürlich hier drüben genauso machen. Ja, also vielleicht wäre es auch schlau gewesen, das schon hier dran zu schreiben. Also wir integrieren in festen Grenzen. So, und wenn ich jetzt eben die 1 nach q integriere, kommt da q raus. Und zwar q in diesen Grenzen. Also kann ich ja mal so aufschreiben, q von t in den Grenzen von t1 bis t2. Und das ist dann hier drüben das gleiche wie eben immer noch das Integral von t1 bis t2 i von t dt. So, wenn ich das hier drüben mal einsetze, wie setzt man diese Grenzen ein in die Stammfunktion? Genau, also obere Grenze minus untere Grenze. Ja, und steht da q von t2 minus q von t1. So, und jetzt bringen wir noch das q von t1 auf die andere Seite rüber. Das schreibe ich jetzt aber einmal neu auf. Also dann steht da die Ladung q von t2, die kriege ich eben raus, indem ich den Strom nehme, über der Zeit integriere in den Grenzen von t1 bis genau zu diesem t2. Und dann muss ich noch, wenn ich das auf die andere Seite überhole, rechne ich plus. Ich muss plus die Ladung zum Zeitpunkt T1 mit dazu rechnen. Also, ich nehme mal wieder Farben, um das mal versuchen, so ein bisschen kenntlich zu machen, weil hier tauchen jetzt mehrere Zeiten drin auf. Ne? Und das kann so ein bisschen verwirrend sein. Also, diese Zeit hier ist die Zeit, über die wir auch integrieren. Der Strom ist zeitabhängig und wir integrieren über diese Zeit und zwar von einer unteren Grenze T1. Zu dieser unteren Grenze müssen wir auch schon die Anfangsladung einsetzen. Ja, können wir gleich uns darüber unterhalten, warum das irgendwie sinnvoll ist. Und dann kriegen wir die Ladung zum Zeitpunkt dieser oberen Grenze raus. Das war jetzt ungünstig, weil das war ja genau die gleiche Farbe, also rot hier. Ja. So.
So, warum ist das, also ergibt sich ja ganz offensichtlich aus der mathematischen Herleitung, aber warum ist es auch physikalisch gesehen sinnvoll, dass hier so ein Plus Q von T am Anfang steht? Weil man irgendeinen Anfangswert hat und weil die Ladung vor allem was ist? Ja, also ja, die Ladung verändert sich, aber trotzdem ist die Ladung eine Haltungsgröße. Also die Ladung darf auf jeden Fall nicht springen. Die darf sich verändern, aber die darf eben nicht springen. Ja? Was man sich unter diesem Beispiel hier, bevor wir da drüben weiterrechnen, können wir ja mal irgendwie nochmal kurz eine kleine Analogie, ja, wieder so, was kann man sich unter dieser Aufgabe vorstellen machen? Und was man sich hier auf jeden Fall ganz gut drunter vorstellen kann, ist, also nehmen wir mal an, wir haben Eimer, ich male den jetzt mal mit so ein bisschen schrägen Wänden, dass es wie so ein Eimer aussieht, aber die Änderung des Durchmessers wollen wir mal vernachlässigen. Also wir haben Eimer. Vielleicht hätte ich ihn hier oben noch ein bisschen rund zeichnen sollen. So. Und in den Eimer, hier oben ist jetzt ein Hahn. Ja, und hier können wir irgendwie so dran drehen. So, und das, was hier reinfließt in den Eimer, das ist im Prinzip unser I von T. Ja, also wir haben... Wir könnten auch sagen, das ist sowas wie ein Wasserfluss und der Wasserfluss fließt in einen Eimer und der Eimer sammelt das Wasser. Im elektrischen Sinne wäre der Eimer ein Kondensator. Ja, ein Kondensator ist so, ich hatte früher so ein schönes Buch, die Elektronensparbüchse. Ja, der Kondensator ist die Elektronensparbüchse. So, und also jetzt fließt da Wasser rein und jetzt haben wir natürlich irgendwie hier so einen bestimmten Wasserstand in dem Eimer. Und die Höhe von dem Wasserstand, das ist unsere Ladung Q von T. So, und jetzt kann man sich eben schon so ein bisschen überlegen, wenn ich jetzt einen positiven Strom habe und einen positiven Strom, was sollte dann mit dem Wasserstand in dem Eimer passieren? Der sollte hochgehen. So, wenn ich einen negativen Strom habe, heißt das, naja, ich habe hier unten irgendwo nochmal, wo ich da wieder Wasser rauslassen kann. Ja? Was sollte mit der Ladung passieren? Die sollte sinken. So. Was darf der Wasserstand in dem Eimer auf jeden Fall nicht machen? Naja, leer werden kann der schon. Naja, er kann nicht höher oder niedriger werden wie 0, das ist zu lang. Genau, also wenn der Strom 0 ist, dann sollte sich der Wasserstand nicht ändern. Aber der Wasserstand darf auf jeden Fall nicht das machen, was der Strom hier macht. Der Wasserstand darf nicht auf einmal springen. Das wäre total komisch. Ja, wenn der Wasserstand, ich habe einen halb vollen Eimer und im nächsten Moment ist der Eimer leer. Das geht ja nicht. Ja, irgendwie muss, also dann müsste ich ja einen unendlich großen Strom gehabt haben für eine ganz kurze Zeit, wo auf einmal das ganze Wasser unten rausgeflossen ist. Ja, okay, wenn ich dem Eimer den Boden ausschlage oder sowas, aber also Ladung ist eine Erhaltungsgröße, Ladung darf nicht springen und deshalb, wenn wir jetzt hier diese Rechnung machen mit diesem Integralprinzip, darum steht da hinten immer diese Ladung dran, ja, so dass es geht eben weiter mit der Ladung, die wir vorher schon hatten. So, jetzt ist es meines Erachtens vielleicht gar keine so eine schlechte Idee, mal mit diesem Eimer-Analogon und ja, so einer grafischen, groben Idee von Integration weiterzumachen und sich mal zu überlegen, wenn ich das jetzt mal zeichne, was ein bisschen lang, ja, also das hier soll jetzt werden Q von T, über die Einheit können wir gleich mal noch nach, Quatsch, das hier unten soll T sein, Q von T muss auf die, also das hier ist natürlich Q von T. Über die Einheit können wir uns gleich Gedanken machen und ich versuche jetzt mal so ein bisschen die gleiche Zeiteinteilung zu treffen. Und das hier unten ist die Zeit. Die Zeit genauso in Sekunden. So, wie sollte diese Ladung jetzt
Also, wie sollte die aussehen? Was wir schon mal wissen, wir fangen hier mit zum Zeitpunkt 0 ist die Ladung 0 an. So, habe ich hier eine Ladung 0. So, jetzt habe ich hier diesen positiven Strom und der Strom, was macht der hier? Der steigt an, nach was für einer Funktion steigt der an? Linear, okay, das können wir später uns, aber ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute und sehr richtige Erkenntnis. So, und was heißt jetzt eigentlich grafisch gesehen und was heißt das auch im Sinne dieses Wasser fließt in einen Eimer, Wasser ist Strom, Wasserhöhe ist Ladung, Analogon und was heißt das grafisch gesehen, so ein Integral zu lösen? Achso, ich hätte jetzt gesagt, dass wir konstanten Wasserfluss oben. Aber der ist ja nicht konstant. Also am Anfang haben wir wenig Wasser und dann steigt der Wasserfluss an. Also wir drehen den Hahn sozusagen langsam auf. Die Fläche unter dem Integral zeigt die Menge. Genau, also wenn wir hier ein Integral ausrechnen, ja, das Integral ist die Fläche unter dieser Kurve. Die Fläche unter der Kurve. So, und das heißt, am Anfang kommt hier ganz wenig Fläche dazu, dann wird das mehr Fläche und 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 mehr Fläche. Ja, so, und wenn ich das jetzt mal so zeichne, also kommt am Anfang wenig Fläche dazu, dann wird das mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Fläche. So, wenn ich jetzt diesen ganzen ersten Abschnitt hier überstrichen habe, wie groß ist denn die Fläche hier? 0,5. Genau, oder also 0,5 Flächeneinheiten, ja, weil ich habe ja 1 in die Richtung, 1 in die Richtung, das wäre das Rechteck und ich habe davon jetzt aber nur die Hälfte, weil es eben Dreieck ist. So, wollen wir das jetzt mal noch mit den richtigen Einheiten machen? Wie lang ist das hier? Eine Sekunde. Wie hoch ist das hier? 1 Ampere. Also ist die Fläche eine halbe Ampere-Sekunde. Und deshalb kommt auch die Ladung raus und das ist auch eine sinnvolle Einheit für die Ladung, kommen Ampere-Sekunden raus. Oder Ampere-Sekunden ist genau das gleiche wie Coulomb. Ja, aber ich könnte auch hinschreiben, oder Coulomb. So, und das heißt, wenn ich das jetzt hier geschickt gezeichnet habe, dann sollte jetzt nach einer Sekunde das bei 1,5 oder bei 0,5 sein. Ja, so, wenn hier 1,5 ist, dann ist hier ungefähr 1, dann ist hier 1,5, dann ist hier 2, dann ist hier 2,5. 1, 2, schreibe ich mal so dran. So, jetzt geht es hier so weiter. Ja, jetzt haben wir, also wir haben den Hahn langsam aufgedreht, jetzt ist der Hahn voll aufgedreht. Und jetzt fließt eben 1 Ampere über eine Zeit von 2 Sekunden. So, was passiert mit dem Wasserstand in dem Eimer? Was passiert mit unserer Ladung in dem Beispiel? Genau, jetzt sollte der Wasserstand einfach gleichmäßig linear ansteigen. Richtig? So, und zwar um 2, also von 1,5 auf 2,5 Ampere-Sekunden bis hier hinten. So, und sollte das ungefähr so aussehen? So. Dann passiert sozusagen irgendwie was, also wir machen jetzt den Hahn ganz schnell zu. Wir haben so einen Schieber da noch dran oder so einen Zack, wo man irgendwie so instantan den Wasserfluss unterbrechen kann. Ja, oder wir nehmen einfach einen Daumen und halten das irgendwie zu oder sowas. Für weitere eine Sekunde. So, was passiert jetzt mit dem Wasserstand in dem Eimer? Was passiert mit unserer Ladung in einem Kondensator in dem Fall? Bleibt einfach konstant. Ja? So, also bleibt konstant. Und zwar von hier bis hier. So, dann machen wir jetzt hier unten irgendwie noch einen zweiten Ausfluss auf. Ja? Also hier ist auch nochmal ein Hahn dran und über den Hahn können wir jetzt auch nochmal über einen Schieber hier irgendwie Wasser ablassen. Ja, das ist sozusagen minus I von T, wenn man das jetzt so in der Notation vielleicht sagen will.
So, den machen wir jetzt ziemlich schnell auf. Und da fließt, der ist dicker als der da oben. Ne? Da fließt jetzt irgendwie mehr Wasser raus. So, was passiert mit dem Wasserstand? Was passiert mit der Ladung? Die sinkt. Und zwar wie? Ja, also mit konstantem Anstieg. Also die sinkt ab anhand einer linearen Funktion. Weil das ja hier konstant ist, ist das hier unten ein konstanter Anstieg. Und ja, um wie viel fällt die Ladung ab oder auf welchen Wert? Ja, aber Achtung, der Strom ist, wenn wir jetzt hier die Fläche ausrechnen, das sind 2 Ampere Sekunden, das sind 2 Ampere, das ist eine Sekunde, also sind die Fläche sind 2 Ampere Sekunden. Ne? So, also fällt das ja auch um 2 Ampere Sekunden ab, von 2,5 auf 1,5 wieder. So, und was passiert dann in dem letzten Zeitabschnitt? Genau, also jetzt, ne, jetzt machen wir den Hahn relativ schnell so ein bisschen zu und dann drehen wir den wieder langsam zu, bis gar kein Wasser mehr rausfließt. So, und naja, jetzt kann man sich wieder überlegen, also jetzt fließt ja am Anfang noch mehr Wasser ab und dann wird der Wasserabfluss immer geringer, immer geringer, immer kleiner. Also geht die Kurve hier am Anfang noch ein bisschen steiler runter und dann geht die immer flacher runter und macht auch wieder sowas in der Art. Ja, so, und eigentlich, naja, wenn man das noch ein bisschen cooler zeichnet und mit dem Computer zeichnen lässt, sollte man feststellen, dass hier an der Stelle die Kurven wirklich ganz weich und smooth ineinander übergehen und dass es hier an der Stelle aber einen Knick gibt. So, warum gibt es hier, also keinen Sprung, aber einen Knick in der Kurve? Warum gibt es an der Stelle einen Knick in der Kurve? Weil es hier oben Sprung gibt. Ja? Also weil wenn ich das jetzt wieder, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben in die Richtung, haben wir jetzt integriert. Ja, das war Integration. So, und hier, laut der Formel, die wir hatten. So, wenn ich das jetzt wieder andersrum mache, was ist die Gegenoperation? Die einfachere ist eine Ableitung, genau. Ja, so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie sinnvoll hingeschrieben bekomme, aber wenn wir von hier nach hier gehen, dann ist es eine Ableitung. So, und Ableitung, die steht ja hier oben, haben wir mal hier hingeschrieben, ne? Das ist ja genau die Formel, die hier steht. Also die Q nach dt ergibt den Strom. Wenn ich das hier ableite, sollte wieder das da oben rauskommen. So, wie kann man grafisch ableiten? Was steckt grafisch hinter einer Ableitung? Hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon mal so kurz diskutiert. Genau, also ich gucke mir den Anstieg der Funktion an und gucke, wie der Anstieg der Funktion sich entwickelt über der Zeit. So, und Anstieg, meine Tafel ist jetzt auch nicht so cool, aber wir machen einfach so Anstieg oder hier mit dem Tablet oder sowas. So, also wenn ich jetzt hier mir Anstieg angucke, ja, dann ist hier vorne ist der Anstieg 0. Tatsächlich ist hier die Funktion auch 0. So, wenn ich jetzt hier so die Kurve lang fahre, dann wird der Anstieg immer größer, immer größer, immer größer und tatsächlich die Kurve hier wird auch immer größer. So, wenn ich jetzt hier in dem Bereich bin, dann bleibt der Anstieg konstant und hier ist die Kurve auch konstant. So, dann bin ich in dem nächsten Abschnitt, da ist der Anstieg überall 0, hier ist die Kurve, die Funktion auch 0. Jetzt ist der Anstieg negativ, aber konstant, hier ist das negativ unkonstant und hier wird der Anstieg jetzt, der bleibt negativ, ja, aber der wird betragsmäßig immer kleiner, 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 geht gegen 0. Und das ist genau das, was hier auch passiert. Also es ist negativ, aber es geht betragsmäßig gegen 0. So, passt perfekt, funktioniert perfekt. Ja. So, das ist genau das, was hier in mit Integration und mit Ableitung in dieser Aufgabe passiert. So, jetzt müssen wir das hier gleich noch irgendwie rechnen. Vielleicht nehme ich dafür auch noch die andere Tafel, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Jetzt kann man vielleicht sich noch irgendwie so kurz überlegen, kennt man noch andere Sachen aus der Physik, wo es so ähnliche Zusammenhänge gibt? Genau, also wenn ich hier einen Weg habe,
Na, das kann man noch hier irgendwie daneben schreiben. Oder vielleicht hier unten hin. So, also wenn ich einen Weg habe, S von T, und der ändert sich über der Zeit, dann muss ich irgendwie was haben, was eine Geschwindigkeit hat. So, und wenn sich die Geschwindigkeit ändert über der Zeit, dann muss ich eine Beschleunigung haben. Ja, Velocity, Acceleration. So, was hatten wir noch für Formeln, wo mal irgendwie so zeitliche Ableitungen drin auftauchten? Genau, die Spannung an der Spule, das stand vorhin schon da. Also U von T ist L mal dI von T nach dT. Ja, und dann da sieht man dann schon, hier ist jetzt auf einmal bei U ist L mal dI nach dT, ist das I die Erhaltungsgröße. Ja, so wie hier die Ladung die Erhaltungsgröße ist, auf einmal ist I die Erhaltungsgröße. Und das heißt, an einer Spule kann der Strom nicht springen. Ja, also wenn ich versuche, einen solchen Strom durch eine Spule durchzuschicken, wird nicht gehen. Ja, die Spule wird sich dagegen wehren, dass der Strom da springt. Spulen verschleifen den Strom. Ja, und äquivalent zu dem, ich schiebe mal kurz ein bisschen hoch, äquivalent zu dem U ist L mal die I nach dt, haben wir eben an einem Kondensator, I von t ist C mal du von t nach dt. Also das werden wir später noch haben. Induktivität und Kapazität sind so duale Bauelemente. Ja, die haben praktisch die gehorchen den gleichen Gleichungen, bloß dass Strom und Spannung vertauscht sind. Also an einer Kapazität kann eben die Spannung nicht springen. Das ist ja genau das, was wir gerade hatten, ja, mit dem dq nach dt da oben. An einem Kondensator habe ich Ladung und die Ladung kann nicht springen. Die Ladung ist proportional zur Spannung, also kann auch die Spannung an einem Kondensator nicht springen. Kondensatoren verschleifen die Spannung, Spulen verschleifen den Strom. So, und wenn man jetzt noch so über so ein paar mehr Gleichungen nachdenkt, was fällt einem noch ein, wo eine Zeitableitung drin auftaucht? Energie und Leistung. Genau, Energie und Leistung, ja. D, was wir vorhin hatten, dW nach dT oder, ja, wenn ich das jetzt auch mit einem kleinen Buchstaben schreibe, also wenn die Energie sich ändert über der Zeit, kriege ich eine Leistung raus. So. Und es gibt bestimmt noch ein paar weitere Beispiele, aber ich sag mal so, das sind so die, mit denen man vielleicht auch im normalen Leben Ingenieurinnen Gebrauch mit zu tun hat. Und also wenn man mal in der Physik so aus der Schule schon irgendwie relativ gut verstanden hat, wie das mit Weg und Geschwindigkeit und Beschleunigung und so funktioniert, ist genau das Gleiche, was jetzt hier passiert. Die gleichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten treten auch hier bei diesem schönen Beispiel auf. Okay, also ohne dass wir jetzt wirklich dieses Integral gelöst haben, haben wir jetzt schon mal eine ganz gute Idee davon, wie das jetzt hier irgendwie so aussehen sollte. So, jetzt sollten wir aber trotzdem mal noch schauen, dass wir das gerechnet bekommen, weil das ja eigentlich das Ziel und die Idee der Aufgabe ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich erstmal schön, wenn man auch verstanden hat, einfach was hier so passiert. So. Dann ist die Frage, wie rechnen wir das denn jetzt? Genau, also es wäre nicht schlecht, wenn wir einfach uns mal Gleichungen abschnittsweise aufschreiben, wie sich dieser Strom hier verhält. Und dafür gebe ich den Abschnitten hier mal römische Buchstaben. So, und wir fangen mal an. Also im Abschnitt 1, was macht da der Strom? Wie verhält sich der Strom? Der steigt linear an. So, wie schreibe ich das hin? Ja? Ja? Genau, also wir könnten, wenn wir jetzt sozusagen in die Mathematik gehen, ja, also wir gucken hier scharf drauf, sagen, das ist eine Gerade. Der Graph einer Funktion, also wo
der Graph einer Funktion eine Gerade ist, das ist eine lineare Funktion. Eine lineare Funktion, so wie wir sie aus der Schule kennen, ist m mal x plus n. M ist der Anstieg, n ist der Achsenabschnitt. Nur x ist die... die Variable, von der die Funktion abhängt, y ist die Funktion. So, und also bei uns ist jetzt schon mal auf jeden Fall das Argument der Funktion, die Funktionsvariable, ich weiß nicht, ob man das so bezeichnet, auf jeden Fall die, von der die Funktion abhängt, ist die Zeit. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwie einen Anstieg und eventuell diesen Achsenabschnitt. Wie kriegen wir einen Anstieg raus? Genau, also für den Anstieg kann man sich einen Anstiegskreis einzeichnen, das habe ich hier glücklicherweise schon mal eingezeichnet und das wäre eben Delta Y durch Delta X. In unserem Fall ist das Delta Y ein Ampere, das Delta X ist eine Sekunde. So, also kann ich für den Anstieg hinschreiben, ja, also bauen wir nochmal hier sozusagen so einen kleinen Exkurs in die Mathematik, da wäre das M Delta Y durch Delta X. Und in unserem Fall entspricht das eben, ich mache mal wieder so ein entspricht, obwohl das in dem Fall eigentlich auch meines Erachtens ziemlich gleich ist, wäre jetzt ein Delta I durch Delta T. Also können wir hier hinschreiben, 1 Ampere pro Sekunde mal T. So, fehlt uns noch der Achsenabschnitt. Genau, aber Moment, das Q von 0, was hier gegeben ist, das bezieht sich ja auf das hier unten. Ja, das ist jetzt nicht explizit in der Aufgabenstellung gegeben, aber das kann man eben aus dem Diagramm ablesen, dass das n in dem Fall hier 0 ist. Ich schreibe es jetzt mal so der Vollständigkeit halber hin. So. Und also was jetzt so ein typischer Fehler wäre in dieser Aufgabe, ist, dass eben Leute hinschreiben, aber lineare Funktion, das habe ich schon verstanden, ich schreibe einfach hin, i von t ist gleich t. Ja, so wie man vielleicht schreibt, y ist gleich x mit einem Anstieg von 1. Da ist ja auch ein Anstieg von 1 da. So, und das funktioniert für die Zahlenwerte schon irgendwie okay, aber eben nicht für die Einheiten. Ja? Also hier ist auch wieder so, ich setze ja Zeit, die Zeit in der Einheit einer Zeit ein. Und ich will den Strom in der Einheit eines Stromes rausbekommen in Ampere. Wenn ich hier Zeit in Zeiten einsetze, kürze die Sekunde gegen Sekunde, es bleibt Ampere über, ich kriege Ampere raus für den Strom. Ja, funktioniert. Also die Einheit hier, die stehen da nicht zum Spaß. Die sind da nicht, die sind da nicht nur aus ästhetischen Gründen anwesend, sondern die haben da schon durchaus ihre tiefe Berechtigung und ihren Sinn. Ja? Dass da in dem Anstieg, in dem Anstiegsdreieck eben diese Einheit mit drin steht. So, okay, dann haben wir diesen Strom und jetzt hält uns natürlich nichts davon ab, den Strom hier in diese Gleichung einzusetzen. Ja, und jetzt schreibe ich diese Gleichung mal nochmal so ein bisschen um und schreibe mal also Q von T, ich schreibe jetzt mal die Gleichung ein bisschen um, ist gleich das Integral von 0 bis t über i von t dt, da bastel ich gleich noch ein bisschen was dran rum, so plus die Ladung zum Zeitpunkt 0. Ja? Jetzt brauche ich noch meine drei Farben. Also die 0 hier ist die gleiche 0 wie die, die hier unten steht. Das t, was hier steht, ist das gleiche T wie das, was in der oberen Grenze drin steht. Naja, und deswegen ist das jetzt so ein bisschen ungünstig, dass meine Integrationsvariable hier, dass die auch einfach T heißt. Und deswegen, also das T hier ist genau das T, das nenne ich jetzt mal, weiß ich, T-Strich, T-Schlange, T-Dach, call it whatever you want, ist auch im Prinzip vollkommen egal. Man kann das auch einfach T nennen, bloß das ist eben nicht das gleiche T wie hier oben. Ja? So, und jetzt können wir auf jeden Fall unsere Stromfunktion, die wir uns hier oben zusammengebastelt haben, die können wir jetzt hier einsetzen. Und dann können wir das integrieren. So, und dann steht eben da, also das Integral von 0 bis T von einer
einem Ampere pro Sekunde mal T Strich integriert über dt Strich. So, und die Ladung zum Zeitpunkt 0 ist 0, die lasse ich einfach gleich mal weg. So, vielleicht kriege ich das Ergebnis hier noch hintergeschrieben. So, wie kann man jetzt so ein Integral hier lösen? Was können wir auf jeden Fall mal machen? 3. Und 3 wäre auch eine Idee. Also erstmal die Stammfunktion bilden. Ich würde noch vorher was machen, dass 1 Ampere pro Sekunde ist ja ein konstanter Faktor, der überhaupt nicht von der Zeit abhängt. Da sagt uns die Faktorregel, das können wir vor das Integral schreiben. So, also streiche ich das mal hier weg und schreibe das mal vor das Integral. So, und dann bleibt in dem Integral einfach nur ein t' integriert nach t' über. So wie wenn ich ein x nach x integriere. So, und was ergibt x integriert nach x? 1/2. Genau, x Quadrat halbe. Und das heißt, hier kommt eben t' Quadrat halbe raus. Also ich schreibe den Vorfaktor wieder ab. 1 Ampere pro Sekunde. So, und die Stammfunktion ist t' Quadrat halbe und das brauche ich jetzt in den Grenzen von 0 bis t. Ja, in den Grenzen von meinem Integral hier. Also, wenn ich jetzt hier wieder die Farben anschreibe, das ist immer noch die gleiche grüne 0 wie vorher, das ist immer noch das gleiche rote t wie vorher, das was hier oben steht und das ist immer noch das blaue t' als Integrationsvariable. So, und wie setze ich jetzt wieder die Grenzen ein in dem Integral, in der Stammfunktion? Obere Grenze minus untere Grenze. So, wenn man die obere Grenze einsetzt, kommt einfach t Quadrat halbe raus, untere Grenze ist 0. Also bleibt da eben über 1/2, wenn ich das 1/2 mal nach vorne ziehe, Ampere pro Sekunde mal t zum Quadrat. So, und was ist das für eine Funktion, die wir jetzt aufgeschrieben haben? Eine quadratische Funktion. Und das, was wir jetzt hier vorhin schon mal gezeichnet haben, ist glücklicherweise auch der Graph einer quadratischen Funktion. Nämlich, wie nennt man den? Eine Parabel. Ja. So, und wenn ich jetzt mal noch hier einsetze, also das ist jetzt wirklich, schreibe es nochmal zur Sicherheit hin, das ist jetzt wirklich Q von t. Ja. Also ich kann beliebige Zeitpunkte t einsetzen und kriege für beliebige Zeitpunkte Q von t das hier raus. Wie groß ist die Ladung? So, und jetzt können wir da eben drauf schauen und sagen, okay, quadratische Funktion, Parabel zeichnet die Parabel. Was ich noch brauche oder was ich vielleicht zum Zeichen der Parabel brauche, ist, wie groß ist denn das Q? Und vielleicht schreibe ich das jetzt mal mit Absicht mit einem großen Q. Vielleicht hätte man auch, das steht glaube ich auch so in der Aufgabe drin, man hätte bestimmt hier an der Stelle auch ganz gut ein großes Q schreiben können, weil das ja hier keine, das ist ja die Ladung zu einem festen Zeitpunkt, aber ist jetzt so ein bisschen die Frage, ne, ob ich in eine Funktion jetzt einen festen Zeitpunkt einsetze oder nicht. Ich schreibe mir vielleicht auch ein großes Q hin, also groß Q von einer Sekunde, die feste Ladung zu dem festen Zeitpunkt eine Sekunde, kann ich jetzt ja einfach einsetzen, eine Sekunde für die Zeit. So, eine Sekunde zum Quadrat ist eine Sekunde zum Quadrat, dann kürze ich, also ich mache das mal einfach, ne? 1/2 Ampere pro Sekunde mal eine Sekunde jeweils zum Quadrat. So, kürze ich Sekunde Quadrat gegen Sekunde, bleiben Ampere Sekunden über, was auch total sinnvoll ist, weil das ist die Einheit einer Ladung und wir kriegen eben raus 1/2 Ampere Sekunde. Und dass wir 1/2 Ampere Sekunde rausbekommen, ist auch total sinnvoll, weil haben wir uns ja vorher überlegt, dass die 1/2 Ampere Sekunde am Ende genau der Flächeninhalt dieses Dreiecks hier ist an der Stelle. Also passt das super. So, was an der Stelle aber wirklich wichtig ist und was auch so ein typischer Fehler ist, dass eben Leute hier schon die eine Sekunde einsetzen. Ja, also sie sagen, ich integriere, weil der Zeitabschnitt, der geht ja von 0 bis 1 Sekunde, also integriere ich über den ganzen Zeitabschnitt, dann kriege ich aber nicht Q von T raus, dann kriege ich Q von einer Sekunde raus. Ne, wenn ich schon eine feste obere Grenze in das Integral einsetze,
kriege ich auch die Ladung zu einem festen Zeitpunkt raus. Ich will aber nicht die Ladung zu einem festen Zeitpunkt rausbekommen. Das sagt nicht die Aufgabe. Die Aufgabe sagt, ich will Q von T rausbekommen. Ich will eine Funktion rausbekommen. Wie kann ich die Ladung zu jedem Zeitpunkt ausrechnen? Und auf diese Funktion komme ich eben nur, wenn ich da auch eine variable obere Grenze in das Integral einsetze. Wenn ich da feste Grenzen einsetze, kriege ich die Ladung zu einem festen Zeitpunkt. Das entspricht nicht der Aufgabe. Man kann das, ja, man kann das, also ich würde das so abschnittsweise machen, gibt tausend verschiedene Art und Weisen, das irgendwie aufzuschreiben, ja, und damit umzugehen. Ich bin ein bisschen verwirrt mit dem T-Strich, hat man nicht normalerweise, wenn man zum Beispiel schreibt U von T, hat man da nicht normalerweise die Variable, die auch sonst vorher gezeigt ist, oder so T-Strich? Ja, also wie ich sage, das ist jetzt hier auch eher so eine Schönheitskorrektur. Das T ist einfach ein anderes T als das T. Ja? Welches T benutzt man beim Q in der Klammer? Hier unten bei dem? Nee, ich meine bei Klein-Q. Bei Klein-Q? Hier, also das rote T, das T hier ist das T, was ich in die obere Integrationsgrenze einsetze. Aber es ist nicht normalerweise das T, was man auf die Zeit benutzt? Nee. Also das ist ja hier im Prinzip unsere Zeit. Also ich will ja die Ladung zu einem Zeitpunkt rausbekommen und die Ladung ist der Zeitpunkt, an dem ich die Integration beende. So, ja, also ich, ne, vielleicht nochmal hier irgendwie kurzer Blick auf meine schöne Skizze. Also, wenn ich jetzt, sagen wir mal so, ich will die Ladung hier zu dem Zeitpunkt rausbekommen, zu einer halben Sekunde. Ja, also ich will die Ladung zu dem Zeitpunkt rausbekommen, dann muss ich die Fläche bis hierhin integrieren. Das ist das rote, das ist dann das rote T. Das ist das rote T, was ich, zu dem ich die Ladung rausbekomme und bis wo ich hin integriere. Und dieses T', das ist ja das, worüber ich integriere. Ja? Und das blaue T' in dem Fall, das ist eben dieser ganze Bereich. Also das blaue T' läuft von hier bis hier. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Das ist das blaue T' und das ist das rote T. Und noch eine Frage. Nee, ich erkläre mir das im Kopf so. Hinten steht ja DT und das T, was du hier einsetzt, ist erstmal DT. Und du setzt so viele DTs ein, bis du die Variable T erreichst. Die Ds stehen ja quasi für ganz kleine Abstände. Genau. Ne, also das ist ja das, was ich so meine. Also wir nehmen eben ganz viele kleine Zeitabschnitte von dem DT' über diesen ganzen Bereich und dann kriege ich das raus zu diesem Zeitpunkt. Ja. Dann ist noch eine Frage. Wenn bei Abschnitt 4 zum Beispiel die Strom minus 3 Ampere wären, ja, würde dann mit der Ladung negativ werden. Genau, also jetzt müssen wir mal gucken, jetzt wenn wir das jetzt noch versuchen, relativ flott. Ich schiebe mal hoch, soweit ich kann, und nehme mal die andere Tafel runter. Ich weiß nicht, wie weit man das jetzt sieht. Man kann, naja, keine Ahnung. Vielleicht müsste ich sie andersrum tauschen. So, keine Ahnung. Sieht man das jetzt oben noch? Ja, so einigermaßen, ja. So, also wenn wir jetzt mal den zweiten Zeitabschnitt nehmen. In dem zweiten Zeitabschnitt ist der Strom I von T ja einfach 1 Ampere groß. Ja? Jetzt kann ich wieder den gleichen Spaß machen und sagen, okay, mein Q von T in dem zweiten Zeitabschnitt kriege ich raus, indem ich integriere vom Anfang des zweiten Zeitabschnitts, das ist bei einer Sekunde bis T. So, jetzt setze ich mal das 1 Ampere schon ein und das 1 Ampere integriere ich über dt'. Und ich brauche noch die Ladung zum Anfang dieses Zeitabschnittes, nämlich von einer Sekunde. Die haben wir hier vorher ausgerechnet, die standen hier unten, das waren die halbe Ampere-Sekunde. Ja? So, und dann kann ich das eine Ampere davor ziehen, dann bleibt da drin eine 1 stehen, wenn ich die 1 nach T' integriere, kommt da T' raus und das habe ich jetzt in den Grenzen von einer Sekunde bis T, bis zu dem roten T und ich muss noch eine halbe Ampere-Sekunde dazu rechnen. Ja? So, und jetzt setze ich die Grenzen ein und dann kommt da raus 1 Ampere
mal T minus 1 Ampere mal eine Sekunde plus eine halbe Ampere-Sekunde. Und dann kann ich die beiden Sachen hier noch zusammenrechnen und dann kommt da eben raus 1 Ampere mal T minus eine halbe Ampere-Sekunde. Und wenn wir jetzt checken, ich das hier so hochschiebe, könnte man das jetzt hoffentlich vielleicht gerade noch so sehen, dann ist das genau die Funktion, die wir hier unten gezeichnet haben. Ja, passt präzise mit Anstieg und Achsenabschnitt, passt perfekt. Ja, aber die gilt eben nur in diesem Bereich natürlich. Die gilt nur in dem Bereich 2. So, und wenn ich das jetzt weitermache, Bereich 3, da ist der Strom 0. So, kann ich trotzdem aufschreiben, die Ladung in dem Zeitabschnitt ergibt sich eben, indem ich von 3 Sekunden bis T integriere über 0, ja, über den Strom 0. Und ich brauche die Ladung mit dazu zum Anfang dieses Abschnittes. Die müsste ich mir mal vielleicht hier noch ausrechnen. Also wenn ich hier das Ende dieses Abschnitts einsetze, 3 Sekunden, dann habe ich hier 3 Ampere Sekunden minus eine halbe Ampere Sekunde macht 2,5 Ampere Sekunden. Und die müssen hier jetzt noch mit dazukommen. Und wenn ich, ja, wenn ich über 0 integriere, ist 0. Ja? Integral über 0 ist 0. Also habe ich nur das. Habe ich nur das Q von 3 Sekunden und das sind eben 2,5 Ampere Sekunden. Ja, und jetzt kann man sich darüber streiten, ob das jetzt hier wirklich eine Zeitfunktion ist. Naja, so richtig nicht, das bleibt ja konstant. Ja, das ist ja auch genau das, was ich hier schon vorher gezeichnet habe, dass die Ladung hier konstant bleibt in dem Zeitabschnitt. So, dann wollen wir jetzt noch hastig weitermachen und uns das im vierten Zeitabschnitt anschauen. Dann passiert da im Prinzip nichts anderes als in dem zweiten Zeitabschnitt, weil ich habe ja wieder einen konstanten Strom, minus 2 Ampere Sekunden. Und jetzt schreibe ich wieder hin, Q von T ist Integral von 4 Sekunden bis T minus 2 Ampere mal dt' plus die Anfangsladung zum Anfang dieses Zeitabschnittes. Und die ergibt sich, also na, kommt hier oben raus, 4 Sekunden ist natürlich auch 2,5 Ampere Sekunden. So, machen wir die gleiche Rechnung wieder oben, also minus 2 Ampere vor das Integral ziehen. Die Stammfunktion ist wieder T', die habe ich jetzt in den Grenzen von 4 Sekunden bis zu dem roten T und ich muss noch 2,5 Ampere Sekunden dazu rechnen. So, wenn ich das jetzt mal einsetze, mache ich jetzt gleich mal so ein bisschen im Kopf. Also macht minus 2 Ampere mal T. So, und dann haben wir eben minus 2 Ampere minus die untere Grenze. Ja, minus und minus macht plus. 2 mal 4 sind 8 Ampere Sekunden plus 2,5 macht 10,5 Ampere Sekunden. So, und dann können wir gucken. Also, ne, das ist der Anstieg, das ist der Achsenabschnitt von der linearen Funktion, die hier rauskommt. Das würde schon hier so passen. Ja? Also, wenn ich jetzt die mal hier weiter verlängere nach hier oben, dann würde ich hier auf der Skala schon tatsächlich auf die 10,5 Ampere Sekunden als Achsenabschnitt kommen für diese lineare Funktion hier. Das passt schon. So, und dann ist noch der letzte Zeitabschnitt. Der letzte Zeitabschnitt ist echt so ein bisschen fies. Aber durch den müssen wir uns jetzt noch irgendwie versuchen, so ein bisschen durchzukämpfen. So, was kann ich denn für den letzten Zeitabschnitt? Was kann ich denn für den letzten Zeitabschnitt hier als Funktion hinschreiben? Ja. Genau, 1 Ampere pro Sekunde mal T. Ne, eine Ampere Sekunde ist was anderes. Genau, und das N ist was Negatives. Und ich meine, wenn wir einen Anstieg von 1 haben und wir kommen hier bei 6 raus, dann müsste das, wenn man das hier so weiterverfolgt, hier unten bei minus 6 sein. Ja? Also muss ich hier nochmal minus 6 Ampere abziehen, damit das passt.
So, und du hast mit einzelnen Zeitabschnitten gerechnet, ne? Dann hat man... Ich habe so eine geschweifte Klammerfunktion gemacht und dann habe ich einfach nur die Abschnitte eingesetzt. Da habe ich keine komischen Vorfaktoren. Ja. Ich weiß nicht, ob es 100%. Naja, gut, das müsste man sich jetzt mal angucken. Also, das wäre jetzt, sagen wir mal, der straightforward way, das irgendwie zu tun. So, und wenn ich das jetzt hier einsetze, wird das jetzt an der Stelle natürlich so ein bisschen fies, ja? Weil man jetzt eben sagt, ich muss jetzt anfangen bei 5 Sekunden zu integrieren bis t und dann habe ich jetzt eben diese Funktion mit einem Ampere pro Sekunde mal t Strich minus 6 Ampere dt Strich. So, jetzt habe ich zwei Summanden. Jetzt sagt mir die Summenregel, ich kann die Summanden einzeln integrieren und ich brauche natürlich noch die Ladung dazu zum Ende des vorherigen Zeitabschnittes bei 5 Sekunden, die müssten wir aus dem hier oben noch ausrechnen. Wenn ich hier 5 Sekunden einsetze, 5 mal 2 sind minus 10, minus 10 plus 10,5 sind wieder 0,5 oder eine halbe Ampere Sekunde. Ja, so, und naja, also das kann ich jetzt so ein bisschen stückweise machen. Ich schreibe mir das eine Ampere Sekunde, ein Ampere pro Sekunde wieder davor, habe wieder t Quadrat halbe, wie schon vorher. Muss noch ein Quadrat dran, t Strich Quadrat halbe in diesen Grenzen von 5 Sekunden bis t. Ja, und habe minus 6 Ampere. Hier steht ja auch sozusagen ein t drin, also hier steht eine 1, wenn ich die 1 nach t' integriere, kommt ein t' raus, das meine ich damit. So, t' ebenfalls in den Grenzen von 5 Sekunden bis t. Und dazu jetzt immer noch die 0,5 Ampere Sekunden von hier. So, und das sieht, ja, das muss man jetzt mal alles sich in Ruhe so ein bisschen auseinanderklamüsern. Ich schreibe mal noch ein Dings hin und dann lassen wir das jetzt einfach so stehen für den Moment, für heute. Das kann man dann noch mathematisch ein bisschen hübsch machen, um zu zeigen, dass das dann hier auf diese Parabel hier unten führt. Aber haben wir uns jetzt zwischendurch vielleicht ein bisschen verplaudert. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. So, also 1 Ampere pro Sekunde mal t Quadrat. Ja, so. Dann schreibe ich mal hier hin minus 6 Ampere mal t. So, und jetzt kommen so die ganzen Reste. Also, wenn ich hier 5 einsetze, 5 zum Quadrat sind 25. 25, die Hälfte sind 12,5. Ich brauche noch ein Minus davor, habe ich minus 12,5. Ampere Sekunde, weil sich über Sekundenquadrat gegen Sekunde kürzen. So, hier habe ich Minus und Minus macht Plus. 6 mal 5 sind 30, also plus 30 Ampere Sekunden. Und ich habe noch plus die 0,5 Ampere Sekunden. So, und dann 30 minus 12,5 macht 17,5 plus 0,5 macht 18. Also hier sollten dann sowas wie 18 Ampere Sekunden rauskommen. Und jetzt könnte man zum Beispiel, jetzt kann man hier scharf drauf schauen und sagen, okay, das ist ja auch wieder eine quadratische Funktion. Der Graph einer quadratischen Funktion ist eine Parabel. Wenn ich diese Parabel zeichnen wollen würde, was wäre es schlau von dieser quadratischen Funktion auszurechnen oder von dieser Parabel? Die Nullstellen zum Beispiel wäre eine schlaue Idee oder den Scheitelpunkt. Ja. Und wenn man jetzt aus der Formel hier mal den Scheitelpunkt ausrechnet, sollte man feststellen, der Scheitelpunkt sollte genau da landen, sodass da genau diese Parabel bei rauskommt. Ja. So, und also zusammengefasst, man kann das alles durch Integration rechnen. Das ist in dem Fall auch gar nicht so schwierig, sondern einfach so ein bisschen länglich, sagen wir mal so. Und man sollte sich wieder über die Einheiten Gedanken machen und man sollte sich vielleicht vorher oder im Nachgang, wenn man das zeichnet, mal Gedanken machen, ob das passt. Ja, weil die Ladung ist eine Erhaltungsgröße, die Ladung darf auf jeden Fall nicht springen. Das wäre irgendwie ganz blöd, wenn die das macht. Dann hat man auf jeden Fall irgendwas falsch gezeichnet oder gerechnet, wenn die Ladung sich sprunghaft ändert. Das sollte in keinem Fall
auftauchen, auftreten. Sehr schön. Sehr, sehr gern.